Super Earth. Ah ja. Okay, dann. Bin ich gleich wieder da. Über Erde. Unsere Heimat. Wohlstand. Freiheit. Hallo. Demokratie. Unsere Lebensweise. Oh, hallo. Aber Freiheit ist nicht umsonst. Nein! Süße Freiheit! No! Kennen Sie das? Szenen wie diese ereignen sich genau jetzt in der gesamten Galaxie. Sie könnten der Nächste sein. Es sei denn, Sie treffen die wichtigste Entscheidung Ihres ganzen Lebens. Beweisen Sie sich selbst, dass Sie die Stärke und den Mut haben, um frei zu sein. Werden Sie ein Helldiver. Werden Sie Teil einer friedenssichernden Elite-Truppe. Sehen Sie exotische neue Lebensformen. Und verbreiten Sie die gelenkte Demokratie in der ganzen Galaxie. Werden Sie ein Held. Werden Sie eine Legende. Werden Sie ein Helldiver. Bisschen leiser. So. Oh, sieht schön aus. Geschütz. Da kann ich sogar was tun, wenn ich rauskriege, wie. Oh, halt. Stirb, Alter. Oh. Oh, 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 was macht ihr hier? Lass mich in Ruhe. Hinter dir ist ein Speier. Ja, der hat mich gerade angespeit. Okay. Ich glaube, ich gehe mal ein Stück auf die Seite. Du kannst mal versuchen, hier hochzufahren. Ja. Okay. Leicht erschrocken, aber nur leicht. Oh, du hast einen Hund. Cool. Ja, das ist jetzt der Laserhund. Es gibt ja zwei Varianten. Aha. Oh, warte, lass mich laden. Autsch. Da hat er mich zerstört. Oh. Mich auch, beim Spritz in den Hals drücken. Ja, das passiert leider öfters. Da. Wie ist denn hier? So. I'm coming. Oh, Alter. Erschreck mich doch nicht so. Blödes Viech. Bäh. Oh, 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 wow, 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 wow. Oh, ist schon tot. Damn, boy. Oh, wow, wow, zerrissen. Eliminiert von dem Mischel. Selbstmord. Treff mich nicht, Hund, treff mich nicht, du Hund.
kommt wieder so ein fetter. Boah, was macht der denn? Alter, ist der geflogen. Ja. Ah, wir haben Besuch. Achso, ich könnte da mal ein Geschütz aufstellen, ne? Das könntest du. Und dann. Dahin. Achtung. Alter, ist mein Geschütz schon kaputt? Nee, ne? Ich teste mal was. Der hat unten einen Raketenwerfer aus. Okay. Oh. Verbitte Luftunterstützung! Hier kommt die Kavallerie! Achtung, Napalm! Also wir müssen nur überleben, oder? Wir müssen, ja, du hast rechts oben, wie viel wir töten müssen. Wenn wir genug getötet haben, dann kommt unser Taxi. Okay, 91%. Genau, also es ist halt auch relativ simpel, weil die Karte ist relativ klein. Das heißt, du musst nicht ewig über Karten laufen, sondern hast halt einfach alles sehr schnell gefunden. Ja. Was du da drüben siehst, ist mein Tesla Tower. Ach, das soll ja. Würde ich nicht zu nahe kommen. Ah ja, habe ich gelesen, ja. Und du hast ja aber auch gesagt beim letzten Stream. So, jetzt kommt gleich das Taxi wieder da, wo wir gestartet sind, in der Mitte runter. Ja. Können wir dann einsteigen. Ja, perfekt. Jumpen wir runter. Aua. War ein bisschen hoch. Pelikan 1 bereit zum Abflug. Shuttle Start in 20 da. Sekunden. Evakuierung. War doch gar nicht schlecht. Nee. Die Freiheit hat sie gestärkt. Ja, Erfolg freigeschaltet. Schauen wir mal. Die ganze Galaxie verlässt sich auf. Schöner Planet. Nichts darf der Freiheit. Hat er nicht Luke Skywalker gelernt, die Jedi-Mächte zu benutzen? Och jo. Freiheit verbreitet. Willst du nicht erstmal deine Sachen rufen, die du tragen kannst, oder hast du nichts dabei? Nee. Du hast nichts dabei. Genau, ich habe nur die Unterstützungsteile. So, dann haben wir das erledigt. Dann gehen wir einmal nach. Kann man die Map eigentlich auch dauerhaft einblenden? Nee, ne? Nein. Schade. Ich vergesse dann nämlich mal drauf zu gucken. Immer mal wieder kurz Tab drücken und dann passt das. Ja. So mache ich das auch immer. Also du kannst halt nicht die Karte offen haben und sprinten, du kannst halt Tab drücken und normal laufen, dann geht das. Ah, stimmt. Weil cool. In-game technisch ist es halt, du guckst halt auf deinen Arm.
Da ist die Karte, wird dir die Karte angezeigt. Deswegen kannst du dabei nicht rennen. Ja. Verbündeter Zerstörer nun im Geschwader. Helldiver Einsatz im Kampfgebiet. Lade da! Fordere Unterstützungswaffe an. Oh hier. Yeah. Magazin leer. Oh, wow, 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 wow. Alles gut. Boah, das geht mir so schnell. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. wir müssen erst... Wir brauchten erstmal die Zugangscodes für die Rakete, die wir starten sollen. Jetzt müssen wir hier auf der Karte, wo meine Markierung ist, hin und den Strom für die Raketenbasis wieder aktivieren. Okay. Und dann müssen wir die Rakete aktivieren. Hm, klingt nach einem Plan. Unsere Verbündeten haben da hinten wieder einen Kackdurchbruch. Vorderung Vitalschlag an! Jo. Schicke einen Adler rein! Bäume gefällt. Ah, im Sumpf läuft es sich nicht so gut. Nee. Das soll wohl so sein, ja. Ja, ich glaube auch. Das ist im Sinne des Erfinders. Yep. Das ist jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt der neueste Planetenart ist, aber das ist, diese Planetenart war am Anfang nicht dabei gewesen. Okay. Also ich finde die schön, das sieht echt geil aus. Ja, die kam mit dem Kommando Warbond dazu. Okay. Wow. Ah, ich sehe ein Terminal. Genau. Deswegen bin ich hier kurz hin, weil hier ist die Satellitenstation. Heißt, wir kriegen dann Infos für die Karte. Ja, okay. Ich bin am Terminal. Dauert aber. Ja, jetzt muss man gucken, worauf wir es ausrichten müssen. Das siehst du auf der linken Seite. Ja. In das kleinere Kuchenstück muss das rein. Also nach links. Ich schaffe das. Weiter, 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 weiter. Stopp. Ich bin am Terminal. Das Schöne ist, du hörst dann, wenn du im richtigen Bereich bist, hörst du einen Piepsen. Das heißt, du musst theoretisch nicht mal gucken. Du kannst es rein theoretisch komplett. Oh fuck. Oh fuck. Irgendjemand hat da einen Napalmangriff geschmissen und hat einen von uns erwischt. Ja, nett. Ja, nicht so Teil des Plans, aber hey. Hm. Ich vermute, er war es selbst. Hehehe. Wäre jetzt nicht das erste Mal. So, hier hinten ist ein Nest, das mache ich schnell zu. Markiere Karte, westlich, 200 Meter. Und dann müssen wir hier nicht nochmal vorbeikommen. Mhm. Ich folge dir unauffällig. Ah ja, da ist es. Guter Wurf. Übungssache. Oh, Profi. Ja, sind hier noch oben? Na, keine Ahnung. Ja. Ragdoll und so. Aha. So. Also ich finde, das sieht echt schön aus. Ja. Ja, da würde ich jetzt nicht unbedingt durchlaufen.
Ja, da. Der Totenkopf sieht komisch aus. Noch ein Diver für unsere Sache. Markiere Position, nordwestlich. Hier ist ein Übergang. Ah, okay. Hier kannst weil du... Weil es steht auch auf dem, glaube ich, auf dem ersten Schild im Helldivers Tutorial, also Training, steht auch drin, dass die Rüstungen nicht wasserdicht sind. Ah. Okay. Das ist die Art des Spieles, dir zu sagen, versuch gar nicht erst zu schwimmen. Ja. Kannst ein paar Sekunden schwimmen und dann gehst du einfach eiskalt unter. Mhm. Also wie im Real Life. Ja, mit so einer schweren Rüstung. Du hast übrigens kaum noch Munition, wenn ich das richtig sehe. Im Magazin. Ich habe noch mehr als genug. Oh. Das leuchtet so rot. Ja, das ist, weil mein. Die eine Waffe muss ich irgendwann bald nachladen, aber. Achso, okay. Oh. Der ist ja echt fies, ne? Der Gepanzerte. Ja, aber sein Beiner hat schon keine Panzerung mehr, der ist. Ja. Hinüber. Lade nach! Magazin leer! Oh, wow. Aufpassen. Oh nein, geh weg! Lass mich! Lass mich! Da bin ich da hängen geblieben. Okay, großes Dorn. Tutum. Helldiver meldet sich kampfbereit. Die Brandminen sind, werden die uns auch gefährlich? Oder nur den Viechern? Natürlich sind die gefährlich. Okay. Das ist standardmäßig Minen halt. Ja. Okay, dann. Minen kennen keine Freunde und Feinde. Ja, das stimmt. Dann schmeiße ich die mal noch nicht. Ja, ja. Mal abwarten, ob irgendwo Viecher kommen. Kriegen sie den Weg versperrt. Diese Probe wird uns im Krieg weiterbringen. Oh, da hinten sind. Das ist ein Nest. Ja. Ich glaube, der kümmert sich gerade drum. Noch 30 Minuten für die Mission. Kann auch mal was reinschmeißen. Och. Meine Minen sind wieder weg. So, jetzt aber. Fordere Befestigungen an! Ja. Da ist dann mal morgen. Ich würde noch ein Stückchen weggehen, aber. Okay. Und wenn du drauf zielst, siehst du ja auch, wie lange der noch unten, wie lange da noch was runterkommt. So, das war's. Okay. Jetzt brennt's da drin nur noch. Ausgeräuchert. Ja, aber die Nester müssen wir trotzdem noch zerstören. Ja. Boah, ich trau mich da gar nicht runter. Vor lauter Feuer. Brennt sich alles gerade aus. Ja. Oh, hier. Da hinten geht was. Oh. Weg. Hörst du auf. Hörst du auch auf. Verdammte Axt.
leer. Ah, läuft. Oh, das. Au, au, au. So, nächste wäre jetzt das hier. Ja, ich folge dir unauffällig. Ja. Das Blaue auf der Karte ist, sind die Nebenmissionen. Ah, das ist okay. Jetzt, die Artilleriebestellung. Mhm. Die müssen wir manuell nachladen und dann haben wir nochmal zusätzlich 5 Schüsse Artillerie, die wir suchen können. Ach so, ja, das kenne ich. Die Patronen finden und reinstecken. Danke, du Laserhund. Ja, das. Bei dem muss man immer aufpassen. Der kam einfach von hinten an, der Sack. Ja, ja, die. Einer der schlimmsten Friendly Fire-Dinger, die du kriegen, so haben kannst. Ja. Das erste, was ich hier immer mache, ist erstmal gucken, was für Munition haben wir. Und die dann erstmal hinbringen, bevor ich dann den Schalter aktiviere. Ja. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Irgendwo die Dinger geholt und dann dahin gebracht. Da habe ich eins. Ja, ich gucke halt immer erst, was man da sehr schön hoch explosiv hat. Also gibt es verschiedene Munition? Ja, du siehst ja immer, die haben ja immer verschiedene Farben. Ah, jetzt sehe ich es bei P3. Okay. Genau. Du hast grün, das ist explosiv. Aha. Dann hast du orange, das ist hochexplosiv. Okay. Du hast blau, das ist EMP. Du hast grau, das ist Rauch. Du hast rot, das ist Napalm. Und du hast schwarz, das ist ein Mini-Nuke. Okay. Und danach, daran kann man dann immer sehen, was man geladen hat. Und man muss sich halt auch zum Teil merken, was man lädt, dass man weiß, was man gerade runterholt. Weil wenn du Rauch runter machen willst und dann plötzlich die Mini-Nuke runterkommt, weil du dich verzählt hast oder so. Hehehe. Ja, okay. Nein, die wollte ich nicht. Ich übernehme das Terminal. Die Demokratie ist noch nicht fertig mit dir. Lade nach. Markiere Karte. Da bewegt sich was. Oh, da kommt ein bisschen was. Wir benötigen ein Geschütz. Du denn schon wieder rum? Oh, bist du tot? Drei Gegner. Ja. Passiert. Ich hab gedacht, da wäre nur einer. War zwei. Ah, jetzt hat ein anderer schon geholt. Verdammt. Ja. Komm ich nur wieder weg? Ah, einfach so. Okay. Genau, einfach kurz Steuerung. So, ich weiß nicht. Okay, nee, hier ist kein Container. Sonst hätte ich. Dass du manche Container zerschießen kannst, weißt du. Nee. Dann guck ich mal, ob ich dann einen finde. Die sind so blau und orange, ein Container. Aha. Da musst du dann mit Explosivwaffen drauf schießen und dann gehen die Dinger auf. Und da ist dann Loot drin. Ah.
Du siehst doch auf der Minimap so diese Diamantensymbole. Da findest du immer. Da findest du immer Sachen wie Munition, Waffen oder halt auch andere Sachen wie Waffen, Super Credits. Okay. Je nachdem. Das spawnt dann immer zufällig. Ja. Bitte Befestigungen! Minenfeld im Einsatz. Abstand halten. Mir? Ja, Moment. Magazin leer! Okay. Siehst du hier den Container? Das kleine da? Ja. Oder das große? Ah, der große blaue. Nein, das kleine orange. Da, wo jetzt F4 rein ist. Ah, nee, den habe ich so nicht gesehen. Die kannst du kaputt machen und da sind dann immer noch ein paar Sachen drin, die du dann looten kannst. Aha. Kann man nur empfehlen, immer machen. Ja, okay. Also solange du die Zeit hast und nicht gestresst bist durch jede Menge Gegner. Ja, klar, logisch. Positioniere Pit südöstlich, 200 Meter. Oh, ich höre. Getötet. Da habe ich wohl eine Markierung nicht gesehen. Was, bist du tot? Naja, ich wurde aber schon wieder wohl. Alles gut. Ah, okay. Passiert. Jo. Ich habe halt irgendeine Markierung von einem Verbündeten nicht gesehen. Achso, ist ein Bot auf dich gelandet? Nee, irgendwas Napalm-mäßiges. Oh. Muss ich nur noch meinen Sack wieder finden oder hast du den jetzt? Ah, du hast den, okay. Ah, nee, ich wollte ihn gar nicht. Alles gut. Ich, wenn ich weiß, wie, gebe ich ihn dir. Ich kann damit auch. Komm mal erstmal zu mir. Du solltest jetzt E drücken können. Bei mir. Ah, nochmal E. Automatische Kanone. Ah, ich lade dich. Genau. Das ist ja geil. Achtung, rechts. Ah ja, okay, weg. So, jetzt ist der Rucksack aber auch leer. Ja. So, jetzt müssen wir hier unten, müssen hier runter. Aha. Und die Dinger hier drehen. Du hast hier unten diese vier, Anführungsstrichen, Sicherungen, die du aktivieren musst. Ah ja. Vorher kann er oben nicht weitermachen. Okay. Okay, müssen alle aktiviert sein. Ersten alle aktiv. Jetzt kann man oben an der Konsole wieder weitermachen. Au. So, jetzt wird das Tor geöffnet. Aha.
Wie du siehst, geht auf. Rakete kommt raus. Ja. Und da hinten kommt wieder Viecher. Wir benötigen ein Geschütz! Ich habe immer noch den komischen Rucksack, ne? Ja, ja, du kannst mit X, also X gedrückt halten. Und dann hast du wieder ein Menü und dann kannst du aussuchen, was du runterlassen willst. Du willst links oben runterlassen. Ah ja, okay. Abgeworfen. So, jetzt ist gleich die Rakete hier oben. Die muss dann gleich noch betankt werden und dann geht sie los. Auch noch. Ja. So, jetzt müssen wir erstmal einstellen. D3. Jetzt wird sie geladen. Aha. Ah ja, betankt. Genau. Please hold the line. Genau, bitte halten Sie den Löwen. Genau. Ah, dein so, Tessaturm arbeitet. Das ist nicht meiner, aber ja. Ah, und jetzt musst du das Ding nur noch einmal aktivieren. Jetzt auf Sicherheitsabstand gehen. Oh. Nee, nee. Oh Gott. Geh bloß nicht. Komm hoch, komm hoch. Oh, ich häng, das ich häng. Oh, jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und geh ein Stück weg. Oh ja. Nice. So, und jetzt guckst du mal Richtung Norden. Richtung Norden, ja. Ja, einfach mal weiter gucken. In den Himmel, oder? Nee, nee, einfach nur in die Richtung. Die Bäume. Oh, mächtiger Badaboom. Das ist das, was wir gerade abgeschickt haben. Okay. Hat funktioniert. Genau, das war jetzt unsere Mission. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch raus. Ich habe hier hinten nur noch markiert, weil hier noch das letzte Nest ist, das wir machen müssen. Und dann... Ja, erfolgreich. Also selbst wenn wir jetzt sterben sollten, das Einzige, was wir verlieren, sind die ganzen Proben, die wir gesammelt haben. Ja. Alles andere, also wenn wir jetzt alle Respawns verbraucht haben, ist halt so, gilt trotzdem als Erfolg. Okay. Also wenn du die Hauptmission fertig hast, dann ist es egal, ob du überlebst oder stirbst, dann ist die Mission offiziell geschafft. Nur halt alles, was du halt nicht erledigt hast und die Sachen, die du an dir trägst, sind verloren. Okay. Also typischer Ami-Style. Ohne Rücksicht auf Verluste. Collateral Damage. Ja. Ja, Hauptsache die Mission ist erfüllt. Genau, Mission ist erfüllt, alles andere ist zweitrangig. Genau. Das ist die American Way. Genau, und jetzt haben wir hier noch das Nest. Oh, ein schweres Nest. Die Nester jetzt zerstören. Ja, aber. Ah ja, hier. Okay. Gucken, ob ich da. Alter, ich habe die Granate zu lang gehalten. Ja. Au. Oh. Oh, ich hole dich gleich. Ja, kein Stress. Ich habe ja gerade ein kleines Parasitenproblem und bin tot. Du weißt, dass du auch einen Hechtsport da hinten machen kannst mit Alt, ne? Ich komme an Alt nicht so dran mit meiner nicht? Finger. Nee. Also ich gehe da immer mit dem Daumen dran von der Leertaste. Ja. Ist ja direkt neben dran. Also. Ja, da muss ich mir angewöhnen. Weil wenn du nämlich zum Beispiel brennst und du dann den Hechtsprung machst und solange du nicht wieder ins Feuer springst, löschst du dich damit. Ah, okay. Und du kannst halt auch aus den Säurestrahlen von den Spuckern rausspringen. Okay. Also ist halt schon ganz praktisch. Ja. Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt.
Bam. Demokratie ist gelandet. Werfe Granate. Oh, hat das geklappt? Nein. Jetzt hat's geklappt. Tadam. Weit weg. Yep, das ist unser Abzugpunkt. Ja. Hihi. Die Story von einem Film ist doch die perfekte Vorlage für ein Multiplayer-Spiel. So geil. Welche Story kommt für? Von Starship Troopers. Gibt's, na, doch, die, gibt's doch an. Gibt's ja, ne, ich meine nur die Story einfach. Das ist perfekt. Ne? Einfach, du schickst immer wieder Leute rein, ne? Die erfüllen eine Mission und werden dann wieder abgeholt. Das ist optimal. Ja gut, das hier hat ja mit Starship Troopers nichts. Ja, es ist aber das Gleiche. Ja, aber es gibt ja auch nochmal ein extra Starship Troopers Spiel. Ja. Das habe ich auch schon gespielt. Ist gerade das schon draußen? Nein. Ah, Beta. Also, es ist im Early Access. Okay. Das ist auch mit so ein bisschen Basen bauen und so, aber da hat halt ewig in 3 Tage kam halt keine Updates und dann hat man irgendwann keine Lust mehr gehabt. Ah, okay. Was lebt da noch? Nein. Leichtes Maschinengewehr. Das Starboard. 10 Leitmachs hier dran. Hab's markiert gehabt. Ja, F hat sich's geholt. Ah, ne, da ist es. Er hat's liegen lassen. Cool. Einmal bräuchte ich jemanden bei mir für einen Pumpenkram. Bin unterwegs. Links an die Konsole. Okay. Ich schaffe das! Außer als 2 Leute um es zu öffnen, weil da ist auch immer noch Sachen hinten dran wie Requirierungen oder halt Waffen oder halt Super Credits. Ja. Also hier wäre jetzt noch mal ein Elektro Gewehr drin. Das haben möchte. Ach, da. Hinten bei F4. Oh. Hier liegt eine Panzerfaust, wenn jemand Interesse hat. Ja, das kann einmal Panzerfaust sein. Genau, ja. Ja. Jetzt mal gucken, ob Feinde kommen, wenn ja, von wo. Was sieht der Mensch denn aus? Ja, irgendwie. Alles ruhig.
Da hinten kommt was. Er bitte geschützt. Just in time. Das ist Demokratie! Alter. Wir sollten ein Stück zurückgehen. Ja, ja. Hab auch gerade gedacht, was macht der da? Nächsten 60 Meter Abstand haben zum Mittelpunkt. Oh nein! Pena hat mich getötet. Ja, das war der Elektroturm. Den habe ich total vergessen gehabt. Ah, ja, gesehen habe ich ihn, aber ich dachte, da wäre noch Platz. Oh geil. Oh Gott, weg hier, weg hier. Nein! 20 Sekunden. Alter, ich bin unter dem Teil gefangen. Oder? Bin ich drin? Ne. Hä? Du bist drin. Oh, der ist auf mir drauf gelandet, als ich gerade gespawnt bin. Glück gehabt. Ja, nicht schlecht.